Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein hessisches Gesetz für soziale und ökologische Kriterien, Tariftreue und Mindestlohn bei Vergaben, Vergabekriteriengesetz und zur Aufhebung des hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes, Drucksache 19/6742 zu 19/6166, die Berichterstatterin ist Frau Abg. Barth. Ich würde Sie bitten, die Berichterstattung vorzunehmen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP gegen die Stimme der LINKEN bei Enthaltung der SPD den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Die erste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bei dem Thema der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und der Tariftreue geht es um grundsätzliche Fragen. Es geht um die Frage, wollen wir in einem Land leben, in dem Umweltstandards und Menschenrechte nicht gelten, wenn man ein paar Euro im Verkauf sparen kann? Wollen wir in einem Land leben, in dem jeder mit seiner Arbeitsleistung immer darum konkurrieren muss, ob nicht noch jemand anderes kommt, der für noch etwas weniger Geld noch länger arbeiten würde? Und wollen wir in einem Land leben, in dem Menschen trotz Arbeit Angst vor Armut haben müssen? Wir sagen Nein. Und wir sagen, der Staat muss seine Möglichkeiten nutzen, die er hat, um hier Steuern einzugreifen und das Wirtschaftsleben so zu flankieren, dass gute Arbeit und ökologische Standards auch eingehalten werden, meine Damen und Herren. Und hier kann das Vergabegesetz ein wichtiges, ein mächtiges Werkzeug sein, um Dinge zum Positiven zu verändern. Denn die öffentliche Hand ist der mit Abstand größte Auftraggeber der Privatwirtschaft, hat eine enorme Marktmacht, die genutzt werden sollte für Verbesserungen. Mehr als 15% des Bruttoinlandsproduktes gehen auf öffentliche Aufträge zurück. Und während immer mehr Konsumenten immer öfter genau hinschauen, was man kauft, was man bestellt, und dabei eben nicht nur auf den Preis achtet, sondern z.B. darauf achtet, ob es Bioprodukte sind, ob es Fairtrade-Produkte sind, hat der größte Player in Hessen, nämlich die öffentliche Hand, überhaupt keine verbindlichen sozial-ökologischen Mindeststandards für seine Aufträge sich gegeben. Und ich finde, genau das ist das Problem, dass wenn jemand, der in seinem Unternehmen ausbildet, der fair einkauft, der seine Mitarbeiter vernünftig bezahlt, der ökologisch nachhaltig arbeitet und das Ganze dann auch seriös einpreist beim Angebot, dass der von der gängigen Ausschreibepraxis benachteiligt wird. Und das kann nicht sein. Deswegen brauchen wir ein vernünftiges Tariftreue- und Vergabegesetz. Lange Subunternehmerketten sind gerade bei Bauaufträgen eher die Regel als die Ausnahme. Und am Ende steht dann oft ein Scheinselbstständiger. Vor einigen Jahren gab es das plakative Extrembeispiel. Sie erinnern sich, auf einer Baustelle auch noch der Nassauischen Heimstätte in Wiesbaden. Ein rumänischer Subunternehmer hat seine Beschäftigten um ihren Lohn geprellt. Und die hatten teilweise einen Stundenlohn von 1 Euro und teilweise gar keinen Lohn mehr erhalten. Stundenlöhne von 1 Euro. Wir reden hier nicht über Bangladesch, sondern wir reden hier über die Landeshauptstadt Wiesbaden. Und immer wieder hören wir ja über solche Zustände bei den Wanderarbeitern z.B., insbesondere aus Ost- und Südosteuropa, wie zuletzt am Frankfurter Flughafen, wo diese Menschen am Ende von langen Subunternehmerketten stehen, wo mehrere Firmen am Auftrag verdienen und am Ende Menschen für Hungerlöhne arbeiten oder sogar ganz um ihren Lohn geprellt werden. Und
Diese Entwicklungen führen dann auch dazu, dass Hessen zuletzt mit Abstand den geringsten Durchschnittsstundenlohn in der Baubranche hatte unter den westdeutschen Bundesländern. Das haben wir ja auch in der Anhörung zum Vergabegesetz gehört. Atme ruhig durch. Sie können ja danach dann etwas dazu sagen. Und das, obwohl der Immobilienmarkt besonders boomt hier und die Lebenshaltungskosten hier besonders hoch sind, sind die Entwicklungen der Löhne in der Baubranche im Vergleich zu den anderen Ländern weit unterdurchschnittlich. Und das genau zu ändern, ist die Zielsetzung dieses Vergabegesetzes. Wir wollen zum einen die Subunternehmerketten kappen. Maximal 3 beteiligte Firmen, dann muss Schluss sein. Damit können wir Zustände wie die vorhin geschilderten zumindest eindämmen und abbremsen. Generell werden enge Anforderungen an Subunternehmer und einen fairen Umgang mit diesen gestellt. Das haben wir in den Gesetzentwurf aufgenommen. Wir wollen die Generalunternehmerhaftung endlich ins Gesetz reinschreiben, weil sonst bleibt dieses Gesetz ein zahnloser Tiger. Wer einen öffentlichen Auftrag erhält, ist für seine ausgewählten Nachunternehmer verantwortlich. Alle eingesetzten Beschäftigten, auch von Subunternehmern und Leiharbeitsfirmen, müssen gemeldet werden. Und wenn dann Verstöße bekannt werden, dann müssen die ursprünglichen Auftragnehmer, die müssen dann gerade stehen. Das würde die Situation der Beschäftigten verbessern und auch die Auswahl der Unternehmen beeinflussen. Und, meine Damen und Herren, wir sehen in unserem Gesetzentwurf einen Landesmindestlohn von 12 € vor. Das ist etwa ein Mindestbetrag, der zeitlebens nötig ist, um im Alter eine Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus zu erhalten. Wir finden. Ich dachte, Sie reden mit mir, Herr Sozialminister. Wir finden. Sie können mir ja zuhören, das wäre ja schon mal. Wir finden, wer für das Land Hessen arbeitet, oder auf einer Baustelle oder anderswo, der sollte mindestens 12 € die Stunde erhalten. Das würde uns gut anstehen. Und da diese Firmen dann ja in der Regel nicht nur für das Land Hessen tätig sind, gut, es gibt Bereiche, die auch im Baubereich, die fast nur und ausschließlich für die öffentliche Hand bauen, aber hätte dieser Mindestlohn natürlich auch eine ausstrahlende Wirkung über die direkten Aufträge des Landes hinaus. Und natürlich müssen höhere Tariflöhne ungeachtet dessen weiter gelten. Ähnliche vergabespezifische Landesmindestlöhne gibt es übrigens. Die gibt es in anderen Bundesländern, die gibt es z. B. in Berlin bei 9 €, Mecklenburg-Vorpommern 9,54 €, in Schleswig-Holstein 9,99 €. Das alles sind Länder mit niedrigeren Lebenshaltungskosten als Hessen. Deshalb denken wir, dass 12 € das Minimum ist, gerade z.B. auch im Rhein-Main-Gebiet. Und wir fordern weitere Selbstverpflichtungen der Unternehmen ein, die sich um einen öffentlichen Auftrag bewerben. Dazu gehört die gleiche Bezahlung von Leiharbeitern. Dazu soll berücksichtigt werden, ob Unternehmen ausbilden. Kleine und mittelständische Unternehmen sollen verstärkt eingebunden werden. Und wir wollen auch soziale und ökologische Standards bei den Vergaben endlich verpflichtend machen und eben auch die ILO-Kernarbeitsnormen, die die Bundesrepublik lange ratifiziert, aber eben nicht in die Gesetze aufgenommen hat. Und natürlich müssen Leistungen auch umweltschonend erbracht werden, weil was nützt dort der öffentlichen Hand überhaupt nichts, wenn man günstig einkauft, wenn die volkswirtschaftlichen Kosten zum Beispiel und die gesamtgesellschaftlichen Kosten beispielsweise durch Umweltzerstörung, durch Klimawandel am Ende immer noch höher sind und die öffentliche Hand darauf sitzen bleibt. Und das alles klappt eben nicht mit Freiwilligkeit. Deswegen haben wir in unserem Gesetz ja auch eine starke Prüfbehörde vorgesehen, die aktiv kontrolliert und sanktioniert. Nun haben wir ein gültiges Vergabegesetz, das 2014 mit schwarz-grüner Mehrheit novelliert wurde. Das Problem mit diesem Gesetz ist, dass es so tut, als würde es soziale und ökologische Kriterien anlegen und Tariflöhne einfordern, dass es aber ein absolut zahnloser Tiger ist, wie auch der DGB, wie auch die Gewerkschaften schon in der Anhörung zu ihrem Gesetzentwurf damals gesagt haben. Denn soziale und ökologische Kriterien und Ausschreibungen zu fordern, ist freiwillig. Eine echte Tarifbindung gibt es nur im Bereich des ÖPNV. Und das Wenige, was festgeschrieben wird, wird de facto überhaupt nicht kontrolliert. Und dann haben Sie damals hier gesagt,
der Markt wird das schon selbst kontrollieren, ja, weil die Mitbewerber ja genau hingucken würden. Ich erinnere mich, Herr Minister, und eine Kontrollbehörde wäre überdimensioniert. Das haben wir damals schon kritisiert, weil mit Selbstverpflichtungen zu arbeiten ist etwas absurd. Das ist ja ein bisschen, als würde man sagen, jeder Autofahrer muss eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Ich halte mich an die Straßenverkehrsordnung, und dann brauchen wir keine Kontrollen mehr. Ich denke, das ist weltfremd, und genauso brauchen wir eben auch eine gute Prüfbehörde, die eben auch schaut, ob die Unternehmen das einhalten, zu dem sie sich verpflichtet haben. Und wenn man das alles nicht hat, dann ist es doch kaum überraschend, dass die tatsächlichen Auswirkungen dieses Gesetzes kaum wahrnehmbar sind. Und jetzt sind wir in der zweiten Lesung. Wir hatten mittlerweile eine Anhörung zu dem Gesetz. Und auch hier wurde ja von vielen Anwesenden bemängelt, dass die Evaluation des momentan gültigen Gesetzes überfällig ist. Und jetzt gab es im Wesentlichen drei Richtungen bei der Anhörung. Die einen, die gesagt haben, lasst alles aus dem Vergabegesetz raus, das ist alles vergabefremd, möglichst Deregulierung und möglichst wenig Steuern kann man vertreten, aber ist nicht unsere Position. Dann gab es die Unternehmensverbände und auch Kommunen, die sich für mehr Bürokratie fürchten und die meinen, mit niedrigeren Schwellenwerten und mehr Kriterien würde das mehr Aufwand und mehr Personal benötigen. Das stimmt. Ein wirkungsloses Gesetz wie Ihres verursacht keinen Aufwand, aber dann braucht man das eben auch nicht. Und die dritte Gruppe waren die, die wirklich von diesem Gesetz auch positiv betroffen wären. Hier gab es auch für einzelne Details bei einer oder anderen Stelle eine Detailkritik oder Besserungsvorschläge, aber im Wesentlichen große Zustimmung von den Gewerkschaften, vom entwicklungspolitischen Netzwerk. Und da hat sich der Eindruck bestätigt, dass das Gesetz von 2014 die drängenden Probleme nicht beseitigt und in der Praxis eben keine wahrnehmbaren Auswirkungen hat. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir legen Ihnen ein gutes Gesetz vor, das sich an der Lebenswirklichkeit in diesem Land, für viele Menschen etwas verbessern könnten. Und wir hoffen, dass wir in Sachen faire Vergabe sich etwas tut in Hessen für die Menschen in Hessen und für die Menschen anderswo für gute Arbeit und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Fraktion der SPD spricht nun Frau Kollegin Barth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe meine erste Rede im Hessischen Landtag zum Thema Vergabe und Tariftreue gehalten. Und so wie es aussieht, halte ich meine letzte in dieser Legislaturperiode auch zu diesem Thema. Und das ist kein Zufall, denn das aktuelle hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz ist ein schlechtes Gesetz. An die Adresse der Landesregierung. Inzwischen glaube ich nicht mehr, Herr Al-Wazir, dass es ein Zufall ist, dass Sie die für März 2018 im Gesetz angekündigte Evaluierung noch nicht vorgelegt haben. Da steht nun einmal drin, März 2018 soll diese stattfinden und nicht Oktober oder November. Und wie ich von verschiedenen Stellen erfuhr, wurde auch erst vor den Sommerferien angefangen, langsam einmal Stellungnahmen einzuholen. Nein, das ist kein Zufall. Eher haben Sie wohl damals, als das Gesetz geschrieben wurde, einen Fehler gemacht und nicht gemerkt, dass der Zeitpunkt für die Evaluation gerade 6 Monate vor der Landtagswahl liegt. Zu diesem Zeitpunkt zugeben zu müssen, dass das Gesetz gravierende Fehler enthält, wollen Sie nun vor der Wahl um jeden Preis vermeiden. Der gravierendste Fehler ist, dass das Gesetz außer im Falle unterlegener Bieterbeschwerden keine Überprüfungen vorsieht, nämlich die fehlende Prüfbehörde. Man kann es gar nicht oft genug sagen, das beste Gesetz nutzt nichts, wenn es nicht kontrolliert wird. Ein Indikator zum Beispiel sind unter anderem die Durchschnittslöhne im Bau in Hessen, die nach den Zahlen der Soka-Bau 2017 mit 15,77 € weit unter dem Ecklohn von derzeit 20,63 € liegen. Und immer wieder stoßen wir auf Fälle, wo Arbeiter gerade auf öffentlichen Baustellen um ihren Lohn betrogen werden. Ende Juni stand ich gemeinsam mit 20 rumänischen Wanderarbeitern vor der Geschäftsstelle der GWH in Frankfurt-Rödelheim.
weil diese auf einer Baustelle der GWH und der GEWO-Bau in Neu-Isenburg um ihren Lohn betrogen wurden. Bei der GWH wusste man gar nichts davon, dass der Auftrag, den sie an einen Subunternehmer weitergegeben hatten, dass dieser noch einmal weitervergeben wurde. Bemerkenswert war übrigens auch, dass einer der Geschäftsführer der GWH in Frankfurt mir ausdrücklich erlaubt hat, dass sich seine Aussage in dem Gespräch in der Betriebskantine, er würde sich eigene Kontrollen durch das Land wünschen, zitieren darf. Es ist bestürzend, dass sich solche Fälle in Hessen immer und immer wiederholen, und gerade auf Baustellen der öffentlichen Hand, die doch Vorbild sein sollte. Und bitte verweisen Sie nicht nur auf den Zoll. Der spielt zwar dabei auch eine wichtige Rolle, aber andere Bundesländer haben es auch erkannt, dass der Zoll mit seinen Vor-Ort-Prüfungen allein hier nicht zielführend ist, und haben daher eigene Prüfbehörden eingerichtet, das Saarland, Bremen oder Nordrhein-Westfalen. Gestern las ich in der Zeitung, dass Herr Finanzminister Schäfer 50 neue Steuerprüfer eingestellt hat. Steuerfahndung rüstet auf, titelte die FNP. Ich zitiere weiter: Finanzminister Schäfer hält den ganzen Aufwand für notwendig, um mit den immer neuen Maschen der Steuersünder Schritt halten zu können. Zitat: Wenn wir stehen bleiben, werden wir zurückfallen. Ich wünschte, Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie würden sich diese Einstellung Ihres Kollegen auch zu eigen machen. Doch Sie bleiben stur, und vor allem Sie bleiben passiv. Eine Prüfbehörde wäre nach unserer Meinung keine Schikane, im Gegenteil. Der ehrliche Unternehmer, oft die Mittelständler, haben nichts zu befürchten. Für den ehrlichen Unternehmer würde ein Mehr an Kontrollen den Schutz vor Schmutz und Billigkonkurrenz mit ihren Dumpinglöhnen bedeuten, bei denen er selbst nicht mithalten kann, weil er sich gegenüber seinen Mitarbeitern anständig verhält. Das haben mir viele Mittelständler in den letzten Jahren schon im Gespräch bestätigt. Leider ist das Thema der Prüfbehörde auch in dem neuerlichen Gesetzesvorschlag der LINKEN nicht ideal gelöst. Die Kontrollen werden dort von der Prüfbehörde lediglich angeordnet, sind dann aber von den öffentlichen Auftraggebern durchzuführen, § 13 in eurem Gesetzentwurf. Wir brauchen aber eine Behörde, die selbst prüft und nicht nur anordnet. Denn Kompetenzwirrwarr ist hier zum einen nicht hilfreich, und wir dürfen auch den Kommunen hier nicht noch mehr Arbeit aufbürden. Einer unserer Punkte wäre zudem auch gerade ein Mehr an Unterstützung der kommunalen Beschaffungsstellen bei Ausschreibungen. Denn auch hier liegt häufig ein Problem, dass viele dieser Vergabestellen nicht in der Lage sind, das Vergaberecht richtig zu nutzen. Da ist Ihr Vorschlag dann doch eher kontraproduktiv. Die Ausgestaltung des Themas Prüfbehörde ist einer unserer Kritikpunkte an diesem Gesetzentwurf, weshalb wir uns auch enthalten werden, auch wenn wir vom Grundsatz natürlich absolut in dieselbe Richtung argumentieren. Und auch manches andere ist hier nicht sauber geklärt. So ist ein vergabespezifischer Mindestlohn von 12 Euro selbst dem DGB zu viel, wie wir in der Anhörung erfahren haben. Ich glaube, dass Sie damit auch das Tarifgefüge durcheinanderbringen würden. Und als dritter Punkt: Öffentliche Ausschreibung bereits ab einem Auftragswert von 500 € durchzuführen, wenn ich das richtig gelesen habe, ist im Übrigen freundlich ausgedrückt schwierig. Ich hoffe, das wollen Sie hoffentlich niemandem zumuten, denn das ist wirklich über das Ziel hinausgeschossen. Noch einmal zurück zu der Anhörung. Auch hier, Herr Staatsminister Al-Wazir, müssten Ihnen doch die Ohren geklingelt haben. Denn auch hier wurde in den meisten Stellungnahmen der Anzuhörenden Ihre noch immer fehlende Evaluierung bemängelt. Über die Gründe Ihrer Nachlässigkeit habe ich ja bereits zu Beginn meiner Rede gesprochen. Es wäre ehrlicher gewesen, wenn wir vor der Wahl hätten reinen Tisch machen können. Denn auch das dürfte so manchen, der im öffentlichen Auftragssektor tätig ist, für so manchen wahlentscheidend sein. Wir werden uns also bei diesem Gesetzesvorschlag enthalten
kündigen aber jetzt schon an, dass wir nach der Wahl uns umgehend wieder dieses Themas annehmen werden. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Barth. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Kinkel von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es stimmt, die öffentliche Hand hat eine wichtige Marktmacht, sei es bei der Beschaffung von Ausstattung, Investitionen in Infrastruktur oder öffentlichen Auftragen, die die Kommunen oder ihre Eigenbetriebe ausschreiben, oder eben die Vergabe von Dienstleistungen. Und deshalb ist es auch ausdrücklich richtig, dass die öffentliche Hand ihre Marktmacht nutzen muss, um soziale und ökologische Komponenten bei dieser Beschaffung zu berücksichtigen. Damit kann die öffentliche Hand Vorbild sein für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und diese gebündelte Marktmacht kann eben auch Anreize für die Produktion von z. B. umweltfreundlichen Produkten bieten. Deshalb, aus diesen Gründen haben wir 2015 das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz verabschiedet, in dem explizit festgeschrieben wird, dass bei öffentlichen Aufträgen grundsätzlich die Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf den Beschaffungsgegenstand und dessen Auswirkungen auf das ökologische, soziale und das wirtschaftliche Gefüge zu berücksichtigen sind. Das steht in § 2 des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes, und das ist ein kluger Ansatz, sehr geehrte Damen und Herren. Und in diesem Sinne ermöglicht unser Vergabegesetz dem Land und den Kommunen neben der Wirtschaftlichkeit eben auch die sozialen und ökologischen Kriterien anzuwenden. Und das ist auch wichtig, das Land ermöglicht die Auftraggeber auch, dass die Einhaltung der Verpflichtungen, insbesondere eben hinsichtlich der Tariftreue, auch nachzuweisen sind. Also der Auftraggeber darf unangekündigt Einsicht in die Geschäftsunterlagen nehmen, um genau diese Einhaltung der Tariftreueregelung nachzuprüfen. Und das ist ein wichtiger Schritt und ein Instrument, um eben Verstöße vorzubeugen oder aufzudecken. Heute diskutieren wir über das Vergabegesetz der LINKEN, welches in der Anhörung, und das muss man so deutlich sagen, durchgefallen ist, und zwar bei fast allen Expertinnen und Experten. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass von mehreren Anzuhörenden Kritik an der formalen Ausgestaltung des Gesetzes kam. Also, die unbestimmten Rechtsbegriffe wie fehlende Definition im § 11, marktübliche standardisierte Leistungen, was ist das, wurde nicht geklärt. Es gab gegeneinander zuwiderlaufende Bestimmungen in den Gesetzen. Sanktionsmöglichkeiten in § 13 sind nicht konkretisiert. Es ist nicht klar, wer welche Richtlinien erstellen soll und wer mit zuständigen Stellen gemeint ist. Grundsätzlich wird von vielen Anzuhörenden die fehlende Vollzugsfähigkeit bemängelt. Das sind die formalen Kritiken, die Sie durchaus, wenn Sie es mit Ihrem Gesetzentwurf ernst gemeint hätten, von der ersten in die zweite Lesung hätten verbessern können. Aber die Mühe haben Sie sich offensichtlich nicht gemacht, und deshalb bleibt es ein schlechtes Gesetz. Aber auch inhaltlich wurde das Gesetz umfangreich kritisiert, unter anderem vom Städte- und Gemeindebund und den Landkreisen, wo unterschiedliche Couleur, wahrscheinlich nicht die Linke, aber alle anderen Parteien auch drin mit vertreten wurden, die dieses Gesetz ablehnen und die sagen, dass sich das jetzt geltende HVTG grundsätzlich bewährt hat. Und was auch bei der Anhörung herauskam, dass auf den Tariftreue und den Lohn- und Sozialstandards das Augenmerk liegen muss. Und deshalb befinden wir uns gerade in der Evaluierung des bestehenden Vergabegesetzes. Und deshalb werden wir dann auch genau schauen, ob diese Tariftreueregelungen greifen und ob bzw. wie sie weiterentwickelt werden müssen. Weil klar ist auch, der größer werdende Niedriglohnsektor, bedingt eben auch durch den Rückgang der Tarifbindung, sind ein Problem. Und wir haben in der Woche ja auch schon darüber gesprochen, dass Hessen gut dasteht, wirtschaftlich vor allem gesehen. Und meine feste Überzeugung ist, dass die Menschen von diesem wirtschaftlichen Aufschwung auch
profitieren müssen. Und genau da ist eigentlich der Vorschlag der LINKEN erstaunlich, weil insbesondere im Bereich der Tariftreue und Tarifverträge im ÖPNV wird sich die Situation für die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer durch ihren Gesetzentwurf wesentlich verschlechtern im Gegensatz zu unserem. Des Weiteren schlagen Sie die Einrichtung einer Prüfbehörde vor und beschreiben diese in der Begründung folgendermaßen. Ich zitiere, die Prüfbehörde ist der bei der Zollverwaltung angesiedelten Finanzkontrolle Schwarzarbeit nachgebildet. Das heißt, wir sollen in Hessen eine zweite Prüfbehörde gründen, die strafrechtliche Verstößen nachgeht, weil schlichtweg der Bund seine Arbeit nicht richtig macht. Sehr geehrte Damen und Herren, das finde ich schon erstaunlich. Und man muss auch ganz deutlich sagen, wenn rechtswidrige Zustände auf Baustellen herrschen, wenn kein Lohn gezahlt wird, wenn Beschäftigte unter dem Mindestlohn arbeiten müssen, dann ist das Aufgabe des Zolls, dort zu prüfen und dort gegen die Verstöße vorzugehen, auch mit rechtlichen Konsequenzen gegenüber den Arbeitgebern. Und deshalb fordert Hessen mehr Mindestlohnkontrollen, damit der Mindestlohn eben nicht nur festgesetzt, sondern auch durchgesetzt wird. Und Frau Kollegin Barth, wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre es, dass Sie sich mit der gleichen Vehemenz gegenüber Ihrem SPD-Bundesfinanzminister einsetzen, dass eben diese Kontrollen und diese zuständigen Stellen auch aufgestockt werden bei den Zollbehörden. Eine Kleine Anfrage der GRÜNEN im Bundestag hat gezeigt, im Jahr 2015 haben 10 % der Kontrollen im Baugewerbe deutschlandweit zu Verstößen geführt oder Verstöße aufgedeckt. Damit zählt das Baugewerbe und das Baunebengewerbe zu den die meisten Verstöße gegen Mindestlohngesetz, gegen Arbeitnehmerentsendegesetz und gegen die Lohnuntergrenze in der Leiharbeitsbranche. Diese Zahlen allein müssen doch dazu führen, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, dass der Zoll endlich ordentlich ausgestattet wird, damit die Menschen dort ihre Arbeit machen können. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Ziel des Gesetzes der LINKEN ist auch die Förderung des Mittelstands. Allerdings werden sehr viele kleine und mittlere Unternehmen nicht in der Lage sein, die ganzen umfangreichen Anforderungen, die einzeln durchaus unterstützenswert sind, also Förderung der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, berufliche Erstausbildung, umweltverträgliche Beschaffung, zu erfüllen. Weil im Einzelnen sind es ja die Entscheidungen bei der Beschaffung von Autos zum Beispiel auf umweltfreundlichere Elektroautos zu setzen, dafür aber dann in Kauf zu nehmen, dass der Hersteller eben nicht aus Deutschland, sondern aus Asien kommt. Oder das Beispiel bei der Ausschreibung von ökologischen Baustoffen, wo die Leistungen dann möglicherweise nicht von einem mittelständischen Unternehmen kommen, aber dafür umweltfreundlich sind. Oder aber die Frage, ob ich das Angebot eines kleinen Zwei-Mann-Architekturbüros in der Region annehme, die auch regional verankert sind, aber eben keine nachweisbaren Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen ergreifen. Oder aber ob ich demgegenüber ein großes Architektenbüro beauftrage, das zumindest auf dem Papier einen Frauenförderplan beschlossen hat. Was ich damit sagen will, ist, die Entscheidungen sind nicht immer so einfach und so schwarz-weiß. Das ist für die Kommunen und für die Vergabestellen sicherlich nicht immer einfach zu handhaben. Ich denke, es macht deshalb Sinn, dass wir uns noch einmal mehr den Beratungen und den Beratungsangeboten für diese Stellen kümmern, damit die Ausschreibenden in die Lage versetzt werden, die Vergabekriterien eben auch wirkungsvoll einzusetzen. Weil das ist sicherlich die bessere Lösung, als jede Menge zusätzlicher Kriterien als Pflicht zu Pflicht zu erklären, die am Ende dann weder einhaltbar sind noch zu dem gewünschten Ergebnis führen. Sehr geehrte Damen und Herren, DIE LINKE meint, dass wir nur ein strengeres Vergabegesetz, eine strengere Tariftreueregelung und einen Landesmindestlohn benötigen, damit alle Probleme, die wir auf den Baustellen und in anderen Gewerben haben, aus der Welt geschafft werden. So einfach ist es aber nicht. Es ist nicht so schwarz-weiß wie von Ihnen gemalt, und die Lösungen der Probleme, die ich gar nicht bestreite, sind nicht so einfach wie von Ihnen suggeriert. Deshalb werden wir vor allem erst einmal den Gesetzentwurf der LINKEN ablehnen. Wir haben mit dem bestehenden Tariftreue- und Vergabegesetz eine gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die Tariftreue, der Ausgleich zwischen
ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen eine bessere Gewichtung erhält und dabei auch die Belange von kleinen und mittleren Unternehmen und Handwerksbetrieben berücksichtigt und diesen nicht den Zugang zu Ausschreibungen versperrt wird. Das ist richtig so, und wir werden insbesondere die Wirksamkeit der Tariftreueregelungen, die Ergebnisse der Evaluierung diskutieren, wenn sie vorliegen, und deshalb den Gesetzentwurf ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Heiko Kasseckert, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir führen eine Diskussion über den hessischen Mittelstand oder im Zusammenhang mit dem hessischen Mittelstand von kleinen Handwerksbetrieben bis zu Unternehmen, die weltweit tätig in der Zulieferung oder in anderen Zulieferungen oder anderen Branchen unterwegs sind. Was wir beklagen, ist, dass offenbar unser Mittelstand unter zu viel Bürokratie und unter zu viel Hürden leidet. Die Antwort, die zumindest von Seiten der LINKEN für diese Problembeschreibung gegeben wird, ist ein Gesetz oder ein Gesetzentwurf, der noch mehr Kriterien in das ohnehin bestehende, jetzt vorliegende HVTG aufnehmen will. Da will ich noch gar nicht von der Mindestlohnregelung reden, die hier mit 12 € oder glaube ich 12,50 € sogar deutlich über dem Mindestlohn des Bundes liegt. Also hier zusätzliche Hürden für den hessischen Mittelstand, aufwerfen wird. Was wir brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist aber eine deutliche Erleichterung für den Mittelstand. Wir sehen in der Analyse, dass bei öffentlichen Aufträgen zunehmend immer weniger Unternehmen, Mittelstandsunternehmen sich an den Ausschreibungen bewerben. Wir müssen uns die Frage stellen, woran liegt es? Liegt es daran, dass unsere Ausschreibungen nicht mehr attraktiv sind? Oder liegt es auf der anderen Seite vielleicht daran, dass die Bürokratie, die Nachweise, die Kriterien, die wir in der Vergangenheit immer mehr aufgestockt haben, die notwendig sind, sich an solchen Ausschreibungen zu beteiligen, dass sie für ein kleines mittelständisches Unternehmen deutlich zu stark sind? Ich glaube, Letzteres ist der Punkt, und deshalb kann die Lösung, wenn wir über eine Weiterentwicklung des HVTGs reden, kann die Lösung nicht sein, ein Gesetzentwurf, wie ihn die LINKEN vorgelegt haben, der noch einmal zusätzliche Hürden aufwirft und am Ende zu dem Ergebnis kommt, dass wir sagen, wir brauchen sogar, um diese noch zusätzlich aufgelegten Hürden, eine neue Behörde, die das am Ende prüft, ob diese Hürden eingehalten werden. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen, wenn wir über eine Reform reden, wenn wir über mittelstandsfreundliche Politik reden, ein weniger an Staat und nicht ein mehr an Staat. Und deshalb werden wir, wie auch viele der Anzuhörenden deutlich gemacht haben in der Anhörung, dass sie Kritik an dem Gesetzentwurf der LINKEN geäußert haben, deshalb werden wir selbstverständlich diesen Gesetzentwurf ablehnen. Ablehnen müssen, weil er eigentlich dem entspricht, was wir wollen. Wir wollen den Mittelstand fördern. Wir wollen vernünftige Rahmenbedingungen haben. Wir wollen auch aus der Evaluierung, die jetzt eingeleitet ist, und zwar zu dem Teil Tariftreue. Das Gesetz besteht ja aus zwei Teilen. Nämlich das eine ist der Vergabeteil, die Vergabekriterien. Und auch da gibt es Kritik, und das nehmen wir ernst. Und auch dieses wollen wir in einer Überprüfung genau untersuchen. Und das andere ist der Tariftreue-Teil. Wir haben im Jahr 2014 auch noch Nachhaltigkeitskriterien beispielsweise mit aufgenommen. Auch davon wurde von den Kommunen zwar wenig Gebrauch gemacht, aber es ist eine Kannregelung, und die ermöglicht den Kommunen, auch an der Stelle Schwerpunkte zu setzen. Aber der Tariftreue-Teil, der ist in der Evaluierung eingeleitet, und deshalb ist der Gesetzentwurf meiner Meinung nach nicht nur verfrüht und vom Inhalt her völlig überzogen, sondern er geht an der Realität vorbei. Wir warten ab, was die Evaluierung bringt, und wir wollen es auch in der neuen Legislaturperiode einführen und einleiten in eine generelle Überprüfung des HVDGs. Und mit dem Ziel, und das sage ich an dieser Stelle deutlich, dass wir mittelstandsfreundliche Politik machen wollen. Wir wollen ein Vergabegesetz, das auf der einen Seite diejenigen, die einen Auftrag bekommen, auch daran bindet, die Kriterien, die in dem Gesetz festgelegt sind, einzuhalten. Und wir kennen die Beispiele und kritisieren die Beispiele ganz genau wie jeder hier im Haus, dass diese Sub-Sub-Sub-Unternehmen oder auch die Schwarzarbeit, die wir erlebt haben, die wir auf Baustellen
und ich muss das kritischerweise sagen, auch auf Baustellen in Verlängerung des Landes festgestellt haben, das ist nicht das, was wir wollen. Das muss unterbunden werden, und dem muss mit aller Härte auch entgegengetreten werden. Aber das Ergebnis kann nicht sein, dass wir sagen, wir machen das in der Ausschreibung mit zusätzlichen erschwerenden Kriterien, sondern das Ergebnis muss sein, dass wir diejenigen verpflichten, die einen Auftrag bekommen. Da ist die Präqualifikation ein wesentlicher Teil aus unserer Sicht. Derjenige, der sich an öffentlichen Aufträgen beteiligt, der muss vorher einen Nachweis erbringen, dass er all diese Kriterien in der Folge auch erfüllt, mit der Konsequenz, wenn er sie nicht erfüllt, ist er von künftigen öffentlichen Aufträgen auszuschließen. Und wenn das jedem Spieler in dem Spielfeld klar ist, dann glaube ich auch, dass wir eine viel stärkere Konzentration auf die tatsächliche Umsetzung dieser Kriterien erfahren werden. Das, was Sie vorschlagen, liebe Frau Wissler, das, was Ihr Gesetz beinhaltet, geht uns deutlich zu weit. Wie gesagt, es ist nicht nur der Mindestlohn, sondern es ist auch das Überborden, das Aufbauen von weiteren Kriterien. Und deshalb werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Es ist eine Flut von Detailvorschriften, die auch von Seiten der Kommunen, die die ausschreibenden Stellen sind, kritisiert wurde. Wir wollen in der neuen Legislaturperiode offen an dieses HVTG rangehen, und zwar sowohl in den Vergabekriterien als auch in dem Bereich der Tariftreue. Wir wollen etwas an den Mittelstand orientiert machen. Wir wollen aus den Erfahrungen lernen, die wir haben. Wir wollen etwas weiterentwickeln und verbessern, und wir wollen es nicht verschlechtern mit noch mehr Kriterien. In diesem Sinne, wie gesagt, lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab, warten auf das Ergebnis der Evaluierung und sind auch offen und konstruktiv in der neuen Legislaturperiode für die Fortschreibung dieses HVTGs. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Heiko Kasseckert. Das Wort hat der Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Bitte sehr, mein Lieber. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kinkel, ich wollte nur kurz darauf eingehen, weil Sie gesagt haben, Sie haben die handwerklichen Fehler kritisiert in dem Gesetzentwurf der LINKEN. Ich würde so etwas bei einer Oppositionspartei immer nachsehen. Schließlich hat man als Oppositionspartei nicht den Rücken eines Ministeriums in der Hand. Und dass dann da vielleicht nicht jedes Komma richtig ist, lassen wir das. Also, das würde ich durchaus nachsehen. Aber, meine Damen und Herren, wo die Frau Kinkel recht hat, ist tatsächlich, es ist gesagt worden, all das, was eben von Frau Kollegin Wissler angeführt worden ist, quasi ökologische Kriterien mit reinzunehmen, Beschaffung fairer und nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen. Meine Damen und Herren, das alles ist bereits möglich im jetzigen hessischen Vergabegesetz. Und für uns als Freie Demokraten hat das auch eigentlich mehr Fragezeichen aufgeworfen, als es dann irgendwo eine Frage beantwortet hat. Weil, wenn solche Gesetze auch gerade für kleine und mittelständische Unternehmen gedacht sind, dann können gerade diese kleinen und mittelständischen Unternehmen diese Kriterien überhaupt nicht mehr erfüllen. Es ist bei dem, was DIE LINKE dann noch zusätzlich fordert, sie würde es quasi ausschließen von Vergaben der öffentlichen Hand. Meine Damen und Herren, und selbst für mittelständische und große Unternehmen hat das am Ende nur dazu geführt, dass es ein Geschäftsmodell für Zertifizierer geworden ist. Nichts anderes. Im Ergebnis können Sie in Hessen das nachlesen, wo hat es das tatsächlich gegeben, dass Produkte aus nicht fair gehandelten Produkten in Ausschreibungen gekommen sind, meine Damen und Herren, oder dass nachhaltige Produkte, wenn sie gefordert waren, dass es nicht so gewesen ist. Es ist immer nur eine Frage für Zertifizierer, für eine Präqualifikation, weil ansonsten selbst auch große und mittelständische Unternehmen solcher Nachweispflicht eigentlich überhaupt nicht nachkommen können. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht notwendig ist. Das hat einfach nur zu viel Bürokratie mit sich gebracht, macht es auch gerade, nehmen wir mal den Wohnungsbau, einfach nur teuer. Meine Damen und Herren, das ist bei Weitem, das ist einfach nicht zielführend. Ich will gerne auch darauf eingehen, was eine weitere Forderung der LINKEN ist. Das ist die Wertgrenze für Aufträge von derzeit 10.000 € auf 500 € abzusenken. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, ich glaube nicht, dass Sie das ernsthaft tatsächlich so fordern und dass Sie das aufrechterhalten.
Meine Damen und Herren, wer so etwas fordert, der kann einen der muss auch gleichzeitig sagen, wie er dieses Aufblähen einer Bürokratie dann auch finanzieren will. Es ist für die Behörden nicht mehr handelbar, einfach nicht mehr handelbar. Man mag so etwas ja irgendwie nett vor einem Landtagswahlkampf fordern, aber Frau Wissler, bei aller Liebe, gucken wir mal nach Thüringen, ob es da ähnliche Vorgaben gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und selbst ein Linker, wenn er Verantwortung tragen würde, jemals in diesem Land, würde das tatsächlich umsetzen. Es ist schlichtweg nicht praktikabel. Hier würden staatliche Stellen kontrollieren. Unmöglich. Das ganze System würde explodieren. Unmöglich. Meine Damen und Herren, dann die andere Forderung nach dem Motto, wir wollen das alles überwachen und überprüfen. Das Tarif- und Vergabegesetz des Landes würde ja alles immer unterlaufen werden. Da geht es vor allen Dingen auch um den Mindestlohn und die Forderung nach einem eigenen Landesmindestlohn. Frau Wissler, wir haben seinerzeit schon einmal das Vergabegesetz von Ihnen diskutiert. Und zu einem Zeitpunkt, da gab es noch keinen gesetzlichen Mindestlohn auf Bundesebene. Den haben wir aber jetzt. Seinerzeit hatten schon viele die Rechtsauffassung, dass ein eigener Landesmindestlohn nicht umsetzbar wäre, dass er nicht verfassungskonform wäre. Die anderen sagten, doch geht, solange es keinen bundeseinheitlichen Mindestlohn gibt. Den gibt es aber jetzt. Den gibt es aber jetzt. Ja, Frau Wissler, bloß weil er nicht beklagt wird, heißt es noch lange nicht, dass er rechtskonform ist. Das heißt noch lange nicht, dass der rechtskonform ist. Herr Frömmrich, wollen Sie einen eigenen Landesmindestlohn? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die bundesrechtlichen Vorschriften absolut ausreichend sind. Ich glaube, dass das, was die CDU angerichtet hat, dass sie einem Mindestlohn überhaupt zugestimmt hat, die ganze Diskussion, die da entbrannt ist, dass die Linken, ob es da nun eine Kommission gibt oder nicht, ob man das vernünftig macht oder nicht, es ist immer die Frage, das muss noch mehr sein, es muss noch ein höherer Mindestlohn sein, der muss möglichst politisch bestimmt sein. Ihr seid als CDU den Linken dort voll auf den Leim gegangen. Die SPD hat es leider Gottes auch immer mitgemacht. Ich glaube, wir sollten diesen Unsinn wirklich nicht jetzt in Hessen auch noch weiter diskutieren. Es wäre nämlich genau das gleiche Ergebnis, immer noch einen draufsetzen. Meine Damen und Herren, es gibt in der Tat Probleme beim Bauhauptgewerbe vor allen Dingen. Es gibt Fälle in Neu-Isenburg, das durch eine so komplizierte Ausschreibung dazu geführt hat, dass nicht mehr der ehrliche Bauunternehmer den Zuschlag bekommen hat, sondern wirklich jemand, wo wir das alle miteinander nicht wollen, wo Subunternehmerketten am Ende dazu führen, dass das, was am Ende der Arbeiter, der Handwerker, der die Arbeit ehrlich da verrichtet, nur noch einen Hungerlohn bekommt, das sind nicht anders zu nennen, das sind kriminelle Verhältnisse, das sind kriminelle Methoden, und da werden wir auch als Freie Demokraten uns immer dagegen aussprechen und auch versuchen, das einzudämmen und zu bekämpfen. Nur das Problem ist, dass man, auch wenn man mit Gewerkschaftsvertretern spricht, dass jeder eine etwas andere Vorstellung hat. Da wird dann gerne davon gesprochen, dass wir eine Prüfbehörde brauchen. Da muss mir auch einer erklären, wo soll denn diese Prüfbehörde angesiedelt sein? Soll das eine eigenständige Behörde werden? Es gab schon mal die Idee, das machen wir es beim Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof ist, so wie er jetzt dafür aufgestellt ist, überhaupt nicht dazu geeignet. Meine Damen und Herren, es wird vieles davon geredet, wie, oder wird immer wieder so eine Prüfbehörde in den Raum gestellt. Aber keiner beantwortet, wie so eine Prüfbehörde dann tatsächlich ausgestaltet werden soll. Meine Damen und Herren, das wird am Ende zeugt das eigentlich nur von zutiefst gehendem Misstrauen gegenüber den Unternehmen und würde eine Bürokratie mit sich bringen. Ich glaube, das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, wie gehen wir tatsächlich gegen solche Unternehmen vor, die kriminelle Methoden anwenden. Ich bin der Meinung, dass wir dringend darüber nachdenken müssen, wie wir die Losgrößen zusammenschneiden, ob es auch tatsächlich eine Vergabe ist, die mittelstandsfreundlich ist, dass mittelständische Unternehmer einen öffentlichen Auftrag auch noch gerne annehmen, sich an einem fairen Wettbewerb beteiligen, Unternehmer, die wirklich auskömmlich und fair mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen und sich am Ende auch an Tarifvereinbarungen halten. Meine Damen und Herren, eine echte
mittelstandsfreundliche Vergabe von öffentlichen Aufträgen würde hier sehr viel helfen. Davon sind wir leider auch in Hessen ein Stück weit weg. Das überdeckt die gute Konjunkturlage, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass es aber dann auch wieder ein bisschen Ordnungspolitik in dem Bereich braucht und nicht überbordende Forderungen der LINKEN, wie sie hier in diesem Gesetz vorgesehen sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt eine kurze Intervention. Frau Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE, bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Lenders, wir haben da grundsätzlich andere Auffassungen. Ich will nur eines nicht. Ja, okay, wenn man so einfach hier Applaus kriegt, ich kann es ja bei der CDU probieren, ob ich die auch. Aber deswegen will ich jetzt auch gar nicht alle Facetten des Vergabefrages mit Ihnen. Also, dass Sie natürlich sagen, möglichst wenig Regulierung, während wir sagen, hier muss die öffentliche Hand Leitplanken einziehen, das. Ja, also da haben wir Differenzen. Ich will nur etwas nicht stehen lassen, was sachlich nicht ganz richtig ist. Und zwar, es ist ja okay, wenn man sagt, ich möchte das politisch nicht. Legitim. Ich will nur immer dann zu argumentieren, das ist ja auch rechtlich alles nicht möglich. Das will ich ungern so stehen lassen, gerade wenn es um den vergabespezifischen Mindestlohn geht. Ihnen ist sicher bekannt, dass es das Urteil des EuGH gegeben hat vom 17.11.2015, das bestätigt hat, dass vergabespezifische Mindestlöhne europarechtskonform sind. Und Ihnen ist auch bekannt, dass es Bundesländer gibt, die Landesmindestlöhne, sprich vergabespezifische Mindestlöhne, eingeführt haben. Und, von daher gibt es ein Urteil, das besagt, dass das sehr wohl möglich ist. Es ist auch in Ländern, in Schleswig-Holstein gibt es den noch, in Berlin gibt es noch, in Mecklenburg-Vorpommern soll er jetzt eingeführt werden. Also von daher, es ist rechtlich möglich. Sie wollen das politisch nicht, aber rechtlich ist es möglich, vergabespezifische Mindestlöhne einzuführen. Und deshalb haben wir halten das für sinnvoll. Das habe ich ja politisch ausgeführt. Ich finde nur, wir sollten nicht etwas für rechtlich problematisch erklären, wenn man es politisch nicht will. Und deshalb wollte ich das noch einmal klarstellen. Vielen Dank. Kollege Jürgen Lenders, du willst antworten, bitte. Der Minister ist schon ganz käberisch, kommt dann danach auf. Mach. Noch ein Termin? Frau Wissler, es ist mir durchaus bewusst, dass es diese Rechtsprechung gibt. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben uns halt seinerzeit, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns über den Mindestlohn, einen eigenen hessischen Mindestlohn hier unterhalten. Da kann man anderer Auffassung sein. Ich habe meine Position ziemlich klar und deutlich gemacht, was den Mindestlohn generell anbelangt. Ich sage aber auch, das ist Geschichte, das ist vergossene Milch, den gibt es jetzt noch einmal, den wird auch keiner mehr zurückdrehen. Aber jetzt noch einen eigenen hessischen Mindestlohn haben wir Anhörungen dazu gehabt im Hessischen Landtag. Kollege Arnold und ich, damals noch für die regierungstragenden Fraktionen. Und es gab zwei Rechtsauffassungen. Nichts anderes habe ich Ihnen dargelegt. Es gab die Rechtsauffassung, geht gar nicht. Und die anderen haben gesagt, geht eventuell, solange es keinen bundeseinheitlichen Mindestlohn gibt. Den haben wir nun. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe noch keine andere Rechtsauffassung gehört als die, es ist auf Länderebene nicht möglich. Tut mir leid. Vielen Dank. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Tarek. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, um vielleicht da anzuschließen, Kollegin Wissler, natürlich, Sie schlagen vor, das hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz abzuschaffen und durch ein Vergabekriteriengesetz zu ersetzen. Das kann man beantragen. Aber die spannende Frage ist, ist es eine gute Idee? Und meine feste Überzeugung ist, es ist keine gute Idee, jedenfalls so, wie Sie Ihr Gesetz formuliert haben. Warum? Erstens, ja, Achtung, Achtung. Erstens, das HVTG hat sich im Grundsatz bewährt. Es hat wesentliche Verbesserungen sowohl für Bieter als auch für öffentliche Auftraggeber gebracht. Es verpflichtet Unternehmen, tarifvertragliche Leistungen zu gewähren und, wo es solche Regelungen nicht gibt, jedenfalls den Mindestlohn zu bezahlen. Es eröffnet die Möglichkeit, ökologische und soziale Kriterien zu berücksichtigen. Ich will Ihnen einmal zwei Beispiele aus dem Bereich des Landes sagen. Das Kultusministerium hat viele Publikationen, die an viele Empfänger immer wieder verschickt werden.
Unser HVTG hat zum Beispiel erlaubt, dass das Kultusministerium an dieser Stelle eine Ausschreibung gemacht hat, wofür das Publikationsmanagement von vornherein nur Werkstätten für behinderte Menschen bzw. Integrationsbetriebe sich beteiligen konnten. Und dementsprechend ist dann logischerweise auch einer von denen ausgewählt worden. Oder ein weiteres Beispiel. Denken Sie einmal darüber nach, wie viele Blatt Papier so in einer Landesverwaltung jeden Tag verwendet werden. Sehen Sie, und wir haben es jetzt gebracht, bei dieser letzten Ausschreibung für Material des Landes Hessen dafür zu sorgen, dass sich der Anteil nachhaltiger Produkte verdoppelt hat, von knapp über 20% auf über 40%. Aus meiner Sicht kann das sich noch steigern, aber man kann zumindest nicht sagen, es hätte überhaupt keine Wirkung gehabt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist das in Bausch und Bogen Verurteilen des HVDG nicht gerechtfertigt, hat jedenfalls mit der Sache nichts zu tun. Zweiter Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man muss schon noch einmal überlegen, dass das, was Sie da beantragt haben, was das real auslösen würde. In diesem Punkt war die Anhörung schon spannend. Das Gesetz, das Sie vorgelegt haben, ist schlicht untauglich zur Regelung der öffentlichen Auftragsvergabe. Man muss das so deutlich sagen. Liebe Kollegin Wissler, Sie vergessen das manchmal. Dieses Gesetz gilt eben nicht nur für das Land Hessen und auch nicht nur für die Stadt Frankfurt. Es gilt für 423 Städte und Gemeinden. Es gilt auch für Weißenborn und Schwarzenborn, um das jetzt einmal an dieser Stelle zu sagen. Und das, was Sie da an Kriterien reinschreiben, ist schlicht, ich habe jetzt einmal die kleinste Gemeinde und die kleinste Stadt Hessens genommen, die auch noch Weiß und Schwarz, nämlich Weißenborn und Schwarzenborn heißen. Aber ich will an dieser Stelle einmal ausdrücklich sagen, Sie unterschätzen völlig, dass das, was Sie da beantragt haben, jedenfalls für einen großen Teil der Kommunen schlicht überhaupt nicht anwendbar ist. Die haben nämlich keine großen Vergabenstellen. Die haben insgesamt 5 Mitarbeiter inklusive Bürgermeister. Das funktioniert so einfach nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will zweitens sagen, die Ausschreibung, das, was Sie da reingeschrieben haben, nämlich dass das gilt ab 500 €, das würde, wenn das käme, sofort dafür sorgen, dass die hessischen Kommunen, dass die öffentliche Hand in Hessen lahmgelegt ist, in ihrer Art und Weise zu investieren und zu beschaffen. Das kann nicht Ihr Ernst sein, liebe Kollegin Wissler. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Dann schreiben Sie einmal als Beispiel, dass man schon ab 10.000 € darlegen und nachweisen muss, bestimmte Kriterien. Man kann diese Haltung vertreten. Man muss nur wissen, was das bedeutet. Also, wenn man sozusagen sogar auch im Zweifel für Zulieferer, sozusagen für eingekaufte Materialien, ILO-Kernarbeitsnormen, Frauenförderung, Vereinbarkeit von Arbeit und Leben angemessen an beruflicher Erstausbildung und zu volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen beitragen. Wenn man das für diese Aufträge alle vor, das würde am Ende bedeuten, dass sich eine Masse, vor allem an kleinen Betrieben, überhaupt nicht mehr an Ausschreibungen der öffentlichen Hand beteiligen würden. Und mal ein Beispiel. Wir haben momentan einen Ausbildungsmarkt, der sich völlig dreht. Das heißt, ich habe viele kleine Unternehmen, die suchen händeringend nach Auszubildenden und finden keine mehr. Formal beteiligen die sich dann nicht an der Ausbildung. Aber kann ich sie an dieser Stelle dafür bestrafen? Also, wenn man das einmal zu Ende denkt, was Sie da aufgeschrieben haben, muss man einfach feststellen, so funktioniert es jedenfalls nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. So funktioniert es jedenfalls nicht. Ja, weil wir es sagen, Sie machen es verpflichtend, und Sie machen es verpflichtend ab einer sehr kleinen Summe. Das würde am Ende dazu führen, dass man sozusagen eher in Richtung Generalunternehmer wieder geht, große Betriebe, die an dieser Stelle zertifiziert sind, und andere nicht. Ich weiß nicht, ob das am Ende in Ihrem Sinne ist, ob Sie das eigentlich wirklich wollen oder an dieser Stelle nicht wissen, was Sie damit auslösen würden. Deswegen, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Bei der Frage des Mindestlohns, Herr Lenders, will ich Ihnen widersprechen. Weil wir haben den Mindestlohn jetzt. Und wenn man einfach mal sich ein bisschen zurücklehnt und mal schaut, was vorher alles prophezeit worden ist, was durch einen Mindestlohn eintreten würde,
und sich dann die Realität anschaut, dann stellen wir fest, wir haben nicht weniger Arbeitsplätze, wir haben mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben nicht die Situation, dass wir in diesem Bereich sagen, wenn Sie gerade sich mal, nein, Herr Lenders, wenn Sie gerade mal sich die unteren Lohngruppen anschauen, wenn Sie mal schauen, dass Minijobs aufgelöst worden sind und in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung übertragen wurde, das wollten wir doch eigentlich alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es hat am Ende dazu geführt, dass gerade diejenigen im Niedriglohnbereich die größten Reallohnzuwächse haben. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist doch eigentlich völlig richtig. Und ich finde, wenn wir die Plenarwoche gestern begonnen haben mit der Frage, was ist eigentlich in dieser Gesellschaft los, wo kommt diese schlechte Laune her, dann hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass eine Menge an Menschen das Gefühl haben, dass sich Leistung nicht mehr lohnt. Und an diesem Punkt bin ich ausdrücklich dafür, dass wir jetzt einen bundesweit geltenden Mindestlohn haben und dass der auch Schritt für Schritt steigt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da will ich Ihnen ausdrücklich widersprechen, Herr Lenders, wobei völlig richtig, ein eigener Landesmindestlohn, und da ist vielleicht der Unterschied, liebe Kollegin Wissler, dass wir in Hessen mittendrin liegen. Wir haben nicht nur hessische Betriebe, die sich an hessischen Ausschreibungen beteiligen, sondern zu sagen, wir haben an dieser Stelle, das ist nun einmal so, umzingelt von Deutschen ohne Zugang zum Meer, kein Blick auf die Alpen. Wir sind in einer anderen Situation als vielleicht andere Bundesländer. Und wenn man sich auch das in der Realität anschauen würde, würde das jedenfalls so nicht funktionieren. Wenn man etwas verändern will am Mindestlohn, dann muss man es aus meiner Sicht auf Bundesebene tun und nicht anfangen, landesmäßig zu arbeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will vielleicht noch einen Punkt sagen, der an dieser Stelle wichtig ist. Wir glauben nämlich, und deswegen Frau Barth zur Vergabe. Ich will Ihnen einmal vorlesen, was wir im Gesetz stehen haben im HVDG. Das ist der § 21, Überprüfung der Auswirkungen der Tariftreueregelung. Darauf beziehen Sie sich ja. Da steht wortwörtlich drin, die Auswirkungen der Tariftreueregelung nach § 4 werden nach einem Erfahrungszeitraum von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durch die Landesregierung überprüft. Das heißt, der Erfahrungszeitraum muss 3 Jahre sein, nicht das Ergebnis, sondern der Erfahrungszeitraum. Und wenn es am 1. März 2015 in Kraft getreten ist, dann können Sie mir nicht vorwerfen, dass ich die 3 Jahre abgewartet habe und dann, nachdem der Erfahrungszeitraum da war, mit der Evaluierung begonnen habe. Da ist überhaupt nichts von wegen irgendwie hinter die Wahl schieben, sondern das steht genauso im Gesetz drin. Die 3 Jahre mussten erst einmal um sein, um die Erfahrungen zu sammeln, und dann haben wir mit der Evaluierung begonnen. Insofern, meine sehr verehrte Kollegin Barth, ist das falsch, was Sie hier gesagt haben. Und ein Punkt ist mir noch wichtig in diesem Zusammenhang. Die ganzen Beispiele, die hier genannt werden, vor allem vom Bau, und da sind wir uns ja alle völlig einig. Das, was da teilweise passiert, ist nicht hinzunehmen, meine sehr verehrten Damen, ist nicht hinzunehmen. Hat aber erst einmal mit einem Vergabegesetz nichts zu tun, weil ehrlich gesagt, ob hier nun auf den Bundesmindestlohn oder auf Tarif oder auf allgemeinverbindlich erklärte Tarife auf dem Bau, also Stundenlöhne von 1 €, die dann auch noch vorenthalten werden, sind nach keiner Regelung rechtmäßig. Die sind schlicht Betrug, Schweinerei, und da muss der Staat eingreifen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Ich habe ja schon den Bundesfinanzminister Schäuble angeschrieben und sozusagen das Ganze bei Scholz wiederholt auf der letzten Wirtschaftsministerkonferenz dafür gekämpft. Ich bin sehr dankbar, dass der Bund jetzt endlich beim Zoll die Prüfer, die so bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterwegs sind, sozusagen losschickt, dass dort die Stellen erhöht werden, dass sie auch besetzt werden. Und gerade gestern und heute, das ist jetzt Zufall, ist der Zoll in Hessen unterwegs mit Hunderten von Fahndern und überprüft die Einhaltung der Mindestlohnregelungen nicht nur auf Baustellen, aber auch dort, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das finde ich ausdrücklich richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Ich denke an die Redezeit. Ich will noch zwei Punkte erwähnen. Stichwort Allgemeinverbindlichkeit, Quatsch, Stichwort Tarif auch beim ÖPNV, den wir mit dem HVDG eingeführt haben. Manche haben den Busfahrerstreik schon vergessen. Ich auch nicht. Ich will Ihnen auch mal sagen, was wir gemacht haben. Wir haben mit allen lokalen Nahverkehrsorganisationen, mit vielen Beteiligten in diesem Zusammenhang danach zusammengearbeitet.
Wir haben dort über die Frage auch von Nachverhandlungen von bereits vergebenen Aufträgen zum ÖPNV geredet. Und die Tariflöhne im Busbereich will ich Ihnen einmal sagen. 1.4.2016 12 € die Stunde. 1.2.2017 12,50 €. 1.1.2018 13 €. 1.12.2018 schon vereinbart 13,50 €. Ein Lohnplus in etwas mehr als zwei Jahren von 12,5 %. Und ich finde das ausdrücklich richtig in diesem Bereich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weise aber auch darauf hin, dass das irgendjemand bezahlen muss. Dafür haben wir ja gesorgt, dass der öffentliche Personennahverkehr mehr Geld hat. Aber noch einmal, ich finde das ausdrücklich richtig. Kurzpausen von weniger als 10 Minuten werden seit dem 1.2.2017 bezahlt. Und ab dem 1.12.2018 wird erstmals eine betriebliche Altersvorsorge für Busfahrer aufgebaut. Das ist harte Arbeit. Da kriegen Sie keine Überschriften. Sie haben einmal einen Streik. Da gibt es viel Aufmerksamkeit. Und danach fängt die Mühsal der Ebene an. Aber ich finde es ausdrücklich richtig, dass wir in diesem Bereich viel erreicht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein letzter Punkt, der mir auch noch wichtig ist. Ich habe mir natürlich die Zahlen auch angeschaut, die die Soka Bau veröffentlicht hat über die Frage Durchschnittslohn auf dem Bau in Hessen. Und ich habe dann einfach einmal das gemacht, was Sie vielleicht nicht gemacht haben. Ich habe bei denen, die diese Zahlen erheben, einfach einmal nachgefragt, ob sie eine Erklärung für diese Unterschiede haben. Und sie haben mir zwei Sachen gesagt, die finde ich zumindest einmal bedenkenswert, als Vermutungen. Der erste Punkt ist, wir sind in Hessen in großer Konkurrenz, in größerer Konkurrenz als andere Bundesländer mit den Handwerkern in Thüringen, weil man fast alles in Hessen relativ leicht aus Thüringen erreichen kann. Und da können Sie mal, wenn Sie mal gucken, was so auf der A66 und der A4 so fährt, dann wissen Sie, da gibt es eine Korrespondenz. Wir haben nämlich in Westdeutschland einen vergleichsweise geringen Durchschnittslohn. Und Thüringen hat den höchsten Durchschnittslohn Ostdeutschlands in genau dem gleichen Bereich. Und deswegen könnte es daran liegen, dass wir an dieser Stelle sozusagen eine Konkurrenz haben, die dafür sorgt, dass in Hessen etwas weniger Durchschnittslohn am Ende rauskommt und in Thüringen sozusagen der höhere. Der zweite Punkt, und der ist übrigens wahrscheinlich sogar noch entscheidender, da wir in Hessen so eine gut laufende Baukonjunktur haben, übrigens fast alles, denken Sie an die Frankfurter Hochhäuser im privaten Bereich, sind wir ein Land, in dem vergleichsweise viele Entsendebetriebe, so heißen die, aus sozusagen EU-Ländern aktiv sind, die vielleicht im Saarland nicht sind, weil sie da nichts zu tun haben. Und dementsprechend könnte das eine Erklärung dafür sein, warum wir auch in diesem Bereich sozusagen an der unteren Grenze sind, weil die zahlen genau das, was sie nach Entsendegesetz und Allgemeinverbindlichkeitserklärung zahlen müssen, aber eben nicht mehr. Und deswegen ist das so eine der Erklärungen. Ich will an dieser Stelle noch einmal hinzufügen, wenn Sie sich anschauen, dass vergleichsweise wenig am Ende, weil Sie sagen ja immer, das HVTG ist die Erklärung, warum auf dem Bau in Hessen unterdurchschnittlich bezahlt wird, dann will ich Ihnen an dieser Stelle mal sagen, 61 % aller bundesweiten, jetzt bundesweit, aller bundesweiten Bauinvestitionen entfielen 2017 auf den Wohnungsbau, 27 % auf den Wirtschaftsbau. Und wir haben bei den öffentlichen Bauten insgesamt, da ist der Tiefbau schon dabei, also alle Straßenbauinvestitionen usw., so einen Anteil öffentlicher Bauten am Gesamtbau von 11,7 % und beim Hochbau nur bei 3,9 %. Das heißt, die Vorstellung, dass man sozusagen durch eine reine Veränderung bei der öffentlichen Hand dafür sorgt, dass es im gesamten Baubereich besser wird, die hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, was nicht heißt, dass man sich nicht auch da Gedanken machen muss. Aber ich glaube, an dieser Stelle merken Sie, dass das mit dem HVTG nicht alleine zu erklären ist, sondern dass das HVTG eher am wenigsten damit zu tun hat. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir werden uns auch in der nächsten Legislaturperiode, am Anfang der nächsten Legislaturperiode, das HVTG anschauen. Wir werden schauen, was an dieser Stelle gut gelaufen ist. Wir werden schauen, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Da gibt es ja etliche Vorschläge an dieser Stelle auch. Aber das in Bausch und Bogen zu verurteilen, ist nicht angemessen. Und das, was DIE LINKE hier beantragt hat, muss man sogar ablehnen. Vielen Dank.
Herr Minister, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Debatte. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE in zweiter Lesung. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer enthält sich? Die SPD und die Frau Öztürk. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.